meine verhexten Freunde, herzlich willkommen zu Minecraft Witch! Und ja, Leute, in der letzten Folge haben wir Hexen entführt. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge gesehen, es war nämlich überragend. Ich war jetzt gerade hier offscreen am Spectral Dust Farm, in dem ich das Atana vom Altar genommen habe und Untote getötet habe, Leute. Ganz wichtig zu wissen ist, ich kommentiere diese Folge hier nach. Geil, ne? Weil, mein Mikro hat nicht aufgenommen. Da kann man ruhig mal klatschen, Leute. Auf jeden Fall war ich offscreen am Farmen und habe Hexen gefarmt, Leute. Die habe ich alle eingesperrt. Ich habe aus Versehen eine getötet, deswegen musste ich nochmal von weiter weg eine holen. Und das sind meine 6 Mädels. Und diese 6 Mädels, die muss ich jetzt davon überzeugen, ja, auf meiner Seite zu kämpfen und mit mir zu zaubern oder zu hexen, ne? Und dazu brauche ich jetzt zum Beispiel, um 2 Stück zu überzeugen, brauche ich diesen Necromancy Stone. Und ja, dazu brauche ich jetzt erstmal das Whiff of Magic und 2 Diamanten. Hole ich gleich da hinten einen aus der Kiste. Oh, jetzt habe ich euch gespoilert. Oh, tut mir leid, Leute. Genau. Da haben wir die Diamanten, ne? Und ja, jetzt brauche ich da noch 2 Lava-Eimer. Und diese 2 Lava-Eimer, die bekomme ich nämlich in der Nähe von unserer Chicken-Farm. Da gibt es eine Lava-Quelle, da hole ich die, weil ich will nicht extra in den Nether gehen, weil das immer irgendwie ziemlich chaotisch ist, wenn ich in den Nether gehe. Aber egal, so, ich crafte mir jetzt fix einfach mal einen Eimer. So, zack, zack, zack. Und dann ab auf den Besen. Und los in Richtung Lavaquelle, würde ich jetzt mal behaupten. So, und zack. Und Baby Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt. Sie spielt euch gerne Streiche. War das der richtige Text? Ich weiß nicht. Wenn ihr den Text könnt, schreibt ihn in die Kommentare. Da oben fliegen noch die Kugeln vom Dämon. Und ja, so, hier in der Nähe, irgendwo müsste die Lavaquelle sein. Also das geht auf jeden Fall definitiv viel schneller als der, den Nether zu betreten. So, bin hier gelandet und dann macht hier gleich so ein Drecksviech Stress, beziehungsweise ich höre ein Skelett. Muss erstmal einen Eingang finden. Oh, wo ist der denn nochmal? Da hoch und, da runter, ne? Hier, so. Und, Überraschung, da kommt ein Skelett und ich boxe in die Lava, verbrenne, du Luder, ne? So ein richtiges Lümmelteil, so. Ab auf den Besen und schön durchs Geäst, alles wunderbar, Freunde. So, wieder zurück Richtung Altar, dort können wir jetzt mithilfe von dem Lava-Eimer, den Diamanten und dem Whiff of Magic können wir Attuned Stones herstellen, was auf jeden Fall mega nice ist. Damit, mit diesem Attuned Stone können wir dann nachher das Ritual machen, womit wir die Hexen überzeugen können. Na, so, erstmal im Dings landen, damit wir dann alle Monster dezimieren können, die sich in der Zeit angeschlichen haben. Da hinten ist ein Zombie. Und da unten, ja, irgendwo ist eine Spinne, nur konnte ich die nicht entdecken. Da, unsichtbar! Hilfe! Au! Cool, ne? So, Wolf of Magic. Das und das. Zack. Und der nächste noch. Komm, Lava-Eimer. Nimm den Lava-Eimer. Da. So, cool. Haben alles bei... das Schwein hat sich angehört wie ein Zombie. Hier ist irgendwo ein Zombie. Ah, der lümmelt da unten irgendwo rum. Oh, da ist unsere Katze. Voodoo. Hallo, Voodoo. So, jetzt, habe ich gerade mal noch so geguckt, ne, was ich so für Sachen brauche. Da habe ich eigentlich das meiste noch in der Kiste. Rotten Flash habe ich. Ich habe Spectral Dust. So, wow, der Zombie hat sich geklont, Alter. Was ist das für eine Hexerei? Oh mein Gott. So, ein Skelett brauchen wir, weil wir brauchen Knochen, um das Ritual zu machen, um den Necromancy Stone herzustellen. So, erstmal den Creeper. Erstmal um den Creeper kümmern. So, Creeper muss erst down sein. Scheiß auf das Skelett. Batz. So, Skelett zerbersten. Nice. Gut, und jetzt fehlt mir noch ein Skelett, weil ich brauche mehrere Knochen, um mehrere Necromancy Stones herzustellen. Und da ist schon eins. Da ist tatsächlich schon eins. So, komm. Na los. So, und ich hab alles und jetzt nix wie weg. Oh, da sind die Creeper. Und lauf, Basti. Los. Schnell. Hopp, hopp, hopp. So. Mal Grace noch.
Gut, und dann können wir uns schon um das Ritual kümmern. Es muss nämlich bei Nacht stattfinden, das Ritual. So. Aber zuallererst brauche ich noch Wood Ash. Und das ist logischerweise da drin, in dem Witch's Oven. So. Okay, jetzt kann ich vorbereiten das Ritual, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, ich habe alle Reagenzien. Aber erstmal ein bisschen Zeug hier loswerden, was ich absolut nicht brauche. Ich muss nämlich noch, Eisenschwerter brauche ich noch. 2 Stück. Genau, so, jetzt müsste ich dann alles bald beisammen haben. Da oben lümmelt noch so ein Skelett in Goldrüstung rum. Okay. So. Und zack, irgendwo hier ist wieder. Da, geh weg. Geh weg. Und vor allem lass meine Mädels in Ruhe. So, ne, die gehören zu mir. Oh, Mann. So, okay, dann können wir eigentlich anfangen hier. Zack, zack. Habe ich alles richtig gemacht? Ja, das. Und irgendwas fehlt noch. Ah, das Spectral Dust, oder? Nein, hä? Habe ich was vergessen? Irgendwas vergessen, oder? Ja, irgendwas vergessen. Ah, der Knochen fehlt doch. Was ist der Knochen? Ne? Hallo, wirf den Knochen rein. Los, zack, zack. Und zack. Und jetzt Rechtsklick, genau. Oh, perfekt. Alles ploppt weg. Alles läuft wie geschmiert. Das ist perfekt. Und tata. Wir haben den ersten Necromancy Stone. So, alles wieder hier reinploppen lassen. So, Wood Ash, den Knochen und zack. Perfekt. Dann haben wir nämlich schon den nächsten Necromancy Stone. Und diese Necromancy Stones, die benutze ich jetzt, um meine Mädels zu überzeugen, an meiner Seite zu kämpfen. So, wer war denn das? Wer wollte denn den Necromancy Stone? Genevieve? Nee, Miriam. Eldora, hier. Hier, nimm das, Eldora. Ja, sie gehört zu mir. Nice. Und dann noch eine. Aber dazu muss ich erst den Zombie da wegbashen. So, perfekt. Da hinten kommt noch einer angelümmelt. Wer will denn noch? Ich glaube, ja, die da. So, die nächste in meinem Coven. Nice, aua. Boah, ey, dieser Zombie, der hat's mir richtig gegeben. Alter, meine Güte, gibt's ja nicht. Das ist ja immer so ein richtiger Lümmel gewesen, so. Ach, du Scheiße. Bin ja schon ewig nicht mehr gestorben, ne? So, hallo. Okay, gut. Sehr schön. Schlafen. Gute Nacht und so, ne? Ja, zieh die Rüstung an. So, ja, gut. Er hat dran gedacht. Sehr schön, Basti. So, und jetzt... genau, den Crystal Ball brauche ich. Ja, Creeper. Okay. Leute, ich habe nämlich ja aus Versehen diese Crystal Sphere gecraftet. Und das ist etwas, was so eine Hexe haben möchte. Von daher war es nicht unnötig, dass ich es gecraftet habe. Dieses Teil hier, ne? Aber ich will es nicht kaputt machen. Ich benutze jetzt gleich die Spitzhacke. So. Genau. Und dann ist das Ding weg. Und dann können wir hingehen und es unserer guten... wer möchte das haben? Hallo, wer will das haben? Wer will auf meiner Seite sein? Ah, hier. Whisper. Genau. Die gehört jetzt auch zu meinem Coven. Das heißt, ich habe jetzt 3 Hexen überzeugt, auf meiner Seite zu sein. Und jetzt, Achtung, jetzt überlege ich was. Also, laut meinen Dings, eine Hexe braucht noch 30 Knochen. Und eine Hexe braucht nochmal so einen Necromancy Stone. Das habe ich leider total verrafft, ne? Ich brauche nämlich 2 Necromancy Stones. Aber okay, ne? Okay, habe ich halt leider verrafft. Muss ich nochmal herstellen. Das mache ich dann aber offscreen. Und ich brauche 30 Knochen von Skelette. Also, ich muss 30 Skelette töten und den Knochen bringen. So, und jetzt hole ich die Hexen mal her. So, und sie tauchen da hinten auf. Und lustigerweise, Leute, könnt ihr zählen, ich habe gerade 3 Hexen überzeugt, an meiner Seite zu sein. Und da ist eine namenslose Hexe. Die hat sich eingeschlichen. Ich weiß nicht, was diese Hexe hier tut. Wer bist du? Wo kommst du her? Ja, das sind auf jeden Fall meine, drei Mädels und eine Unbekannte, die sich einfach in meinen Coven eingeschlichen hat. Ich weiß wirklich nicht, was die da zu suchen hat. Deswegen also, ja, mit diesem Crystal Ball kann ich sie nämlich jetzt alle immer herrufen. So, das sind meine Mädels mit am Start hier. Hello again and so. Ja, so, ist auf jeden Fall überragend, dass wir die jetzt haben.
Und ja, jetzt könnte ich rein theoretisch eine Biom changen. Allerdings brauche ich da mega viel Sachen dazu. Aber irgendwie kriegen wir das, denke ich, mal hin, dass wir das ausprobieren können mit dem Testen, ein Biom zu changen. Das wird mega witzig bestimmt. Das heißt ja irgendwas mit Season. Guck da gerade durch. Da ist es. Da. Genau. Und dann, ja. Das brauche ich halt. Na, das ist halt krass. So. Okay. Dann würde ich sagen, ich denke, wir sind am Ende der Folge angekommen, wenn ich mich nicht enttäusche, Leute. Es ist immer noch ein Rätsel, wo die vierte Hexe herkommt. Und, Leute, ist auf jeden Fall mega. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und, ja, dann würde ich einfach mal sagen, macht's gut, bis dann und tschüss.